Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf das neue Video von SchockTV. Das kam heute raus, also heute ist Sonntag bei mir, ne? Obviously. Und er hat mich damit ein bisschen überrascht, weil das kam jetzt ja auch schon das ein oder andere Monatchen kein Video mehr von ihm. Und leider habe ich mich auch gerade spoilern lassen, weil ich ein dämlicher Hund bin. Zwar bin ich nämlich in dem Video drin. Ich weiß natürlich nicht wie, in welchen Ausmaße, aber ich weiß, dass ich in dem Video drin bin. Jemand hat nämlich in meinen Kommentaren geschrieben, du bist im neuen SchockTV Video drin, ich feiere es gerade so hart. Und ich denke mir so, fuck, warum habe ich nochmal die Kommentare gelesen? Blatt. Oh, naja, gut, rein. Da in den Larkes, Alter, in den Larkes. Ich freu mich. Vor auf. Oh nein. Oh nein. Oh shit, war das gut. Okay. Deswegen hat er gewartet. Er wollte diesen Joke bringen, Alter. Es war mit Will Smith alles abgesprochen. Oh Mann. Oh, sehr nice. Mit X-Faktor. Das Unzaufbare. Metzumitz, wünscht euch eine gute Zeit. Oh Mann. Ist die Wahrheit immer leicht zu erkennen? Sehen Sie das Bild an. Aus dieser Perspektive ist es eine Seeslandschaft. Aber aus dieser Perspektive sehen Sie nun einen Scheiß. Glauben Sie uns diese Geschichte nun? Oder soll ich Ihnen hier und jetzt in die hässliche Fresse treten? Der Mond. Wir sind bereits auf ihm gelandet, jedoch noch nicht gestrandet. Der Mond beeinflusst das Leben auf der Erde. Für Menschen und auch für Erde. Sie alle gehören in die Lasagne. Oh mein Gott. True. Ey, ohne Witz, dieser Reim ist schon wieder von Jonathan Frakes, dem alten Poeten. Einfach nur herrlich. Ich hab so vermisst, ey. Nicht für die Meise, denn die ist scheiße. Oh Mann. Man kann einfach reimen. Verbrechen. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Ey, das ist genau das, was ich vermisst habe. Ey, der Mann kann einfach reimen. Sehr, sehr nice. Statistiken schnellen bei Vollmond hoch. Und ich bekomme dann auch keinen hoch. Oh, das hat sich nicht mal gereimt. Tja, da hab ich wohl ihre Deutschlehrerin mächtig in die Po-Herze gefiegt. Bottom Text hier. Love it. Sheldon Ludewig macht Bier und Kartoffelchips sehr zu schaffen. Aber vielleicht ist diese Furcht so real wie der Supermarkt. Mein Och nö, ne? Oh mein Gott, der kam aber ganz anders rein, ey. Ja? Ich finde den irgendwie gut. Ich fand den jetzt irgendwie gut. Ja, ich glaube, den werde ich auch ab und zu mal verwenden, Alter. Es ist so real wie der Supermarkt, Digga. Find ich actually gar nicht so bad. Oh Mann. Patient Sheldon Ludewig glaubte, Sheldon Ludewig zu sein. Mein Patient Sheldon Ludewig glaubte, ein Werwolf zu sein. Zwar litt er keine Höllenqualen, aber dennoch wuchsen ihm Haare. Wir können auch morgen miteinander sprechen. Nein. Ich verstehe. Ich bin nicht verrückt. Hören Sie, Doktor. Ich verstehe. Erzählen Sie mir von dem ersten Zwischenfall, Daryl. Woran können Sie sich erinnern? Ich war auf dem Weg zu einer Vorlesung in Daytona. Ich schaute auf und sah, wie sich ein Vollmond vor den Vollmond schob. Ach du Scheiße, Digga. Ein Vollmond vor dem Vollmond. Ja, da würde ich auch zum Werwolf werden. Wie wahrscheinlich ist das, Alter? Ich glaube, die Folge sagt mir irgendwas. Irgendwie habe ich da slightly was in meinem Gedächtnis. Genau so war es. Und ich konnte nicht aufhören. Ich soll einige Studenten angespritzt haben. Das nächste, woran ich mich erinnere. Oh Mann, Alter. Also wirklich. Der hat aber ordentlich Druck auf dem Kessel, ey. Ohne Scheiß. Muss ich schon sagen. Ist, dass ich mich an das nächste erinnere. Ich verstehe. War Sheldon nun das klassische Beispiel für einen Wasswolf? Oder hat er so fest gewirkt, dass er sich zu Tode schüttelte? Im buchstäblichen wie übertragenen Sinne? Digga, ein Wasswolf. Och Mann. Warum? Sind die seltener? Oder sind die... Ich habe die ganze Zeit nur noch auf einen Wie-Wolf gewartet. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, da kommt noch irgendwas. Ich glaube, wir sind noch nicht durch hier. Unsere nächste Geschichte werde ich Ihnen erzählen. Deshalb stellen Sie sich bitte zwei amerikanische Engländer vor, die vor mehr als 600 Jahren während des Zweiten Weltkrieges in Australien waren. Als die beiden in ihrem Jeep unterwegs zu einer Party waren, überraschte sie dort ein feindlicher Feind.
Nach langer Zeit fand er den Grund dafür heraus. Lange vor Kriegsbeginn kaufte sein Vater einen uralten Chevy. Sogar älter als ich. Und als die Karre verschrottet wurde, verschrottete man Japan. Was ist denn? Alter, diese Moves, Alter, diese Moves. Hat er gerade unseren Depp gemacht, Alter? Er hat gerade einen kleinen Tischdepp gemacht, Alter. Dann brach der Krieg aus und dann Krieg, der brach aus und dann explodierte der Name seines Vaters und dann explodierte sein Sohn und dann waren sie unverletzt. Zum Glück aber fix und fertig. Fick und fertig, Digga. Wie ist die nochmal? Narumol und ach, keine Ahnung, Digga. Bauer sucht Frau so lange her. Ja. Ah, ich muss so los. Und als sie das Wrack inspizierten, explodierte das Wrack, das sich in den Arsch gebohrt hatte. Und mit Teilen aus dem Hintern seines Vaters war die Bombe hergestellt worden, die den Jeep traf. Ist die Geschichte erfunden? Ich sag's Ihnen nachher. Nein. Ich dachte, jetzt kommt morgen. Alter. Ja, ich habe auch nur auf das Morgen eigentlich gewartet. Das ist immer noch mein Job, sieht Spaß. Wow. Bücher gelten als Nahrung, aber ab und zu gute Jujun-Kacke-Videos halten den Geist auf Trab. True. Florence Tyler verschlingt auch eine Jujun-Kacke nach dem anderen. Was eine Ehrenfrau. So groß. Tropft da nicht irgendwas? Der Regen? Du hast recht. Oh Mann, das war die Geschichte. Ich weiß nicht, ob die wahr ist. Also da würde ich mich jetzt aber ganz, ganz, ganz weit aus dem Fenster lehnen. Was steckt dahinter? Ihr Jonathan Flakes. Ich bin der Uwe Grau dabei. Oh Mann, Alter. Das ist zu gut. Explodierte Jonathan. Oh nein. Jetzt wird es Zeit zu überprüfen, welche unserer Geschichten auf der Sachen tatsieren und welche... Auf Wahrsachen tatsieren, Alter. Ey, oh mein Gott. Digga, come on, Alter. Ach, also sowas, ne? Umdrehsachen. So was. Schock. Die wir erfunden haben. Nein. Ich will jetzt wissen. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Sie müssen mir vor allem helfen. Etwas derartiges hat sich ereignet in den frühen 80ern. Das ist Fakt. Nein. Fresse. Ich verstehe. Dann explodierte sein Sohn und dann waren sie unverletzt. Wenn Sie dachten, dass wir das erfunden haben, war das falsch. Sie ist frei erfunden. Tropft da nicht irgendwas? Oh, okay. Der Regen? Nein, Pech gehabt. Nur eine hübsche Legende. Sag ich oh ja. Mein Gott, also das hätte mich jetzt aber auch komplett rausgeworfen, ne? Absolut. Ihr Jonathan Frakes. Oh Mann, Alter. Ja. Danke für den Endclip-Talk. Sehr, 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 sehr geiles Video, muss ich wirklich sagen. Also, Kuss geht raus. Nice, dass du mal wieder ein Video gemacht hast. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall bei SchockTV vorbei. Ihr wisst, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst da ein bisschen Liebe da. Wenn es einer verdient hat, dann er. Macht wirklich baba-baba-mäßige Videos. Und wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr über den Like, den Abonnement und Kommentarfreundschaft schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.